Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Hallo aus Bremerhaven, hier ist Heike von Stamping and More und heute möchte ich mit euch eine Karte machen mit dem Stempelset Frostige Grüße. Das habe ich dieses Jahr noch gar nicht in Angriff genommen. Und zwar nehmen wir da den Kleinen in der Ecke, den Schneemann. Hier zeige ich euch mal die Karte. Die ist in, müssen wir eben schauen, Aquamarin. Das müsste Aquamarin sein. Ja, Aquamarin Flüsterweiß. Und innen sieht die Karte so aus. Den Spruch fand ich eigentlich ganz schön, dass der innen reinkommt. Außen, denke ich mal, braucht da eigentlich gar keiner rauf. So, ich zeige euch jetzt mal eben, wie wir die, beziehungsweise wir basteln die Karte jetzt gemeinsam. Und dazu benötigen wir jetzt folgendes Material. Ich packe die Karte mal eben weg. Und Designerpapier, das Stempelset kann auch weg. Designerpapier in Aquamarin. Das habe ich in der Hälfte, in der Länge halbiert auf 10,5 cm. Das falzen wir jetzt mal eben. Und zwar bei 14,85. Und dann schneiden wir bei 7,5 cm ab. Zeige ich euch gleich, warum. Und zwar ist das dieser Klappmechanismus. So, dann brauchen wir einen Aufleger in Aquamarin. Den müssen wir jetzt schneiden bei 12. Mal 9 cm. Da ist 9. Das ist der eine. So, dann brauchen wir einen Aufleger in Silberfolie. Die habe ich hier auch noch. Und zwar ist das unsere Silberfolie, die wir im Jahreshauptkatalog haben. Moment, den brauchen wir nicht. Und die brauche ich 8 cm in der Breite. Die Maße ist klar, stelle ich euch natürlich wieder auf meinen Blog zur Verfügung. Mal 11 cm. Und auch die gesamten Produkte, die ich genommen habe. So, das ist über. Das können wir dann erstmal wieder wegpacken. Das ist so ziemlich der Rest auch. Ich muss wieder neu ordern. So, das ist die Silberfolie. Dann brauchen wir Designerpapier. Und zwar habe ich hier noch altes Designerpapier. Passt natürlich perfekt dazu. Ihr könnt aber egal welches nehmen. Ihr könnt euch auch selber Designerpapier gestalten, den Hintergrund. Welches ihr dann im Endeffekt nehmt, ist euch überlassen. Ich habe das hier noch aus dem vorherigen Jahreshauptkatalog, Designerpapier in Pastellfarben. Da habe ich noch so ein Reststück. Und zwar brauche ich das in 10,5 mal 7,5. So. Das heißt, das sind jetzt die Aufleger. Ja, das ist die Karte, das ist der Aufleger. Und jetzt fehlt noch das Mittelstück. Das ist genau identisch in der Größe wie dieser normale Aufleger. Und den habe ich schon vorgeschnitten in 12 mal 9 cm. Sollte identisch sein. Ja, das ist auch, das ist das für N. So, das haben wir schon. Da arbeiten wir gleich mit. Dann brauchen wir ein Stück Reststück Flüsterweiß, ganz klar, für den Stempel. Dann habe ich auch Silberfolie auch noch ausgestanzt. Brauchen wir auch noch ein Stück. Den Papierschneider brauchen wir nicht mehr. Den können wir beiseite packen. Was wir dann noch brauchen, ist ein Rest, ein kleines Stück nachher von unserem Glitzerpapier Sternschimmer. Da brauchen wir 2 mal 10 cm. Ich habe es noch nicht geschnitten, aber wir brauchen es ja nachher. Hier habe ich da so ein Fähnchen von gemacht. Oh, da ist ein bisschen Papier drauf, was da nicht drauf gehört. So,
Da habe ich dann als Fähnchen geschnitten, das ist im Hintergrund. Da habe ich noch einen Stern ausgestanzt, das machen wir nachher gemeinsam. Und hier habe ich noch unser Tüllband in Flüsterweiß. Das rundet das noch ganz schön ab. So, dann wollen wir erstmal eben stempeln. Und zwar haben wir hier, ich stempel in Anthrazitgrau. Den Stempel habe ich schon aufgezogen. Das ist ein Silikonstempel. Sehr schön. So, und der wird dann ausgestanzt. Und zwar haben wir da unsere, das ist alles ein bisschen eng hier, Framelits Stickmuster. Und zwar habe ich da den zweitgrößten Runden genommen. Der passt genau darauf. Habe ich natürlich schon ausgestanzt. Ich muss noch mal eben gucken, wo ich ihn habe. Hier. So, Silberfolie. Da habe ich unsere Framelits genommen, lagenweise Kreise. Und zwar gibt es da ja 8 Stück mit Wellen. Und da habe ich von den ganz großen hier die zweite genommen. Das könnt ihr aber selber testen, welche Größe ihr braucht. Seht ihr, wenn ihr das auflegt, das sieht man dann, welche genommen wird. So, die können wir wieder reinpacken, weil ich habe auch schon, das habe ich auch schon vorgearbeitet. Das Stück in Silber habe ich schon. So, das Designerpapier haben wir auch. Wo ist mein Silber? Da ist das in Silber. Wenn ihr das seht, das passt perfekt. So, den müssen wir jetzt noch anmalen. Und zwar habe ich da unsere Alkoholmarker. Für die Nase habe ich hier Kürbisgelb dunkel. Und für den Schneemann habe ich natürlich Aquamarin hell und dunkel. So, und ich fange den mal an mit dem Schneemann. So ein bisschen den in Aquamarin so ein bisschen zu kolorieren. Und mache auch hier unten noch so ein bisschen. Das braucht wirklich nicht viel. Und mache oben diese unsere Sterne, was oben ist. So, jetzt brauchen wir noch mal eben ein paar Akzente in Dunkel. Das reicht eigentlich schon. Dann gehen wir noch mal eben mit dem Hellen rüber, um das zu verblenden. So, das reicht. Mehr braucht es da gar nicht. Und die Nase mal eben in Kürbisgelb. So, das war's schon. Das heißt, wir können den schon mal hier aufkleben. Dazu nehme ich ein Tombow. Mit dem Tombow kann man immer noch so ein bisschen schieben. Gerade auf Silberfolie ist das immer sehr schön. Das sieht gut aus. Packen wir mal Seite. So, dann können wir uns die Karte und die Sachen reinholen. Da können wir das Weiße schon mal reinkleben. Den Stempel können wir anschließend drauf machen. Die Karte ist eigentlich relativ schnell gemacht. Man muss nur eben halt ein paar Sachen dazu haben. Jetzt schief, aber man kann ja immer noch das hier, werde ich nachher mit einem Klebemittelradierer machen. Hier noch eben einen kleinen Tipp, und zwar diese Papierschneider, wenn ihr den schneidet, da kommen immer irgendwelche Linien, Schneidelinien, ihr seht, wo geschnitten wird, und das mache ich dann immer mit einem Falzbein weg. Meint sieht gut aus, da habe ich Farbe mit nachgefüllt. So, und somit sieht man die Schnittkanten nicht mehr. Die sind dann genauso glatt wie die anderen auch. So, das ist... Ach, irgendwie habe ich heute das Talent, das, was ich vorne aufbaue, hinten runter zu machen. Gut, das ist Nummer 1. Packen wir weg. So, jetzt können wir diese Sachen kleben. Dann nehmen wir jetzt erstmal eben das Designerpapier auf die Folie. Andere würden jetzt wieder sagen, aus der Folie hätte man jetzt auch den Kreis ausschneiden können. Ja, stimmt, hätte man machen können, weil das hätte man nicht gesehen. Muss es wieder sparsam arbeiten. Beim nächsten Mal. So. Hier ist das genauso mit diesen
Schneidkanten. Da gehe ich mal eben ganz sauber, vorsichtig mit den Falzbeil rüber. Das ist nämlich sehr schön. Sehr schön, gut. So, und den brauchen wir auch noch. Angezogen ist, ist gleich angezogen. So, wenn ich das aufklebe, orientiere ich mich nach dem Unterteil, so dass das überweg ist, dass das nicht zu sehen ist. Ja. Das heißt, wir dürfen hier nicht komplett Kleber aufbringen, sondern wirklich nur das Teil, was aufliegt. Ja. Was wir dann das Schleifenband machen wir gleich rum. Jetzt nehmen wir noch mal eben unser Glitzerpapier. Hatte ich ja gesagt, 2 cm ist schon und wir schneiden das in 10 cm und machen da ein Fähnchen von. Hinten seid ihr es besser sehen, wie ihr Fähnchen schneidet. Könnt ihr hier jetzt sehen, das ist eigentlich ganz einfach. Das habe ich aber schon ein paar Mal gezeigt. Somit braucht ihr die Fähnchenstanze nicht. Weil für so ein kleines Teil lohnt sich das jetzt nicht wirklich, die in Angriff zu nehmen. Das kriegt man locker so hin. So. Klebe ich den jetzt mal eben drauf, dann mache ich jetzt mal eben hier ein paar Punkte. Und klebe den mittig auf. Ich hoffe ich jedenfalls mittig. Das werden wir ja gleich sehen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Durch das Glitzerpapier ist klar, dauert das ein bisschen, bis der anzieht. So, und was wir jetzt machen, wir machen hier Dimensionals drauf. Hier brauchen wir eigentlich gar nicht kleben. Hier können wir sehr gut bei solchen Sachen die Reste der Dimensionals nehmen. Aber um sicher zu gehen, mache ich hier nochmal eben so ein paar kleine mit drauf. Ich habe die Mini-Dimensionals genommen. So. So sieht das gut aus. Irgendwie klebt hier meine Ecke. Die geht hier immer ein bisschen hoch, was ich doof finde. Ja. Hilft. Gut, dann machen wir hier das jetzt ab. Aber die Karte ist wirklich schnell gemacht. Zu dem neuen Papierschneidockel, denke ich mal, brauche ich auch nicht viel sagen. Da haben meine Kolleginnen schon ausführlich drüber berichtet. Der ist völlig in Ordnung. Vor allen Dingen die Klingen sind wesentlich länger als die alten. Und daher denke ich mal, dass die auch länger halten. Und sie sind auch notfalls wirklich woanders nachzubekommen, was auch ganz wichtig ist. So, das Band mache ich jetzt mal schon mal eben rum. Das habe ich hier drin. Da machen wir einfach wirklich nur einen Knoten. Schleife brauchen wir da nicht machen bei dem Tüllband. Mal gucken, dass das hier auch wirklich. Ja. Das ist ein sehr schönes Tüllband. Da braucht es wirklich nicht viel und das sieht schick aus. So. Gerade zum Winter mit Schnee passt das sehr gut. So, jetzt brauchen wir noch den Stern. Und zwar habe ich den, kann ich euch zeigen. Also das Stempelset ist in dem Frühjahr-Sommer, Herbst-Winterkatalog drin.
Und zwar auf Seite 20, frostige Grüße, das ist das Set. Deutsche Sprüche, ganz wichtig, kostet 22 Euro. Und die Stanzen habe ich hier, das habe ich mir hier markiert. Und zwar, das sind Stanzpaket für jede Jahreszeit. Das sind die kleinen Itty-Bitty-Stanzen. Die sind hier auf Seite 50 und kosten 4 Stück 28 Euro. Passend zu dem Stempelset für Herbst und Winter. Da seht ihr, wo die Stempel passen. Das ist eigentlich, kann man eigentlich überall nehmen, weil das ist auch das Herz. Alles Liebe zum Valentinstag. Haben wir auch schon mitgearbeitet. So, und davon nehme ich jetzt die Stanze, die Schneeflocke. Eine reicht, mehr brauchen wir da nicht von. So, und die mache ich auch mit Mini-Dimensional. Und in der Mitte kommt gleich ein Glitzerstein drauf und das war's dann. Na, gar nicht wahr, da fehlt noch der Spruch von innen. So, das ist das. Glitzersteine habe ich hier. Unser Strassschmuck. Dann nehme ich die mittleren Glitzersteine. Hier auf. Passt. Ich denke mal, mehr muss da auch gar nicht rauf. So, jetzt fehlt uns eigentlich jetzt nur noch, so wie hier, der Spruch in der Mitte. Das heißt, ich packe die Stanzen mal eben weg. Hier sind die Itty Bitty Stanzen. Hier könnt ihr sie alle sehen. Das ist das Herz, das Blatt, die kleine Fledermaus und die Schneeflocke. Die vier gehören zusammen. Das ist das Itty Bitty Set. Noch bestellbar, ist noch lieferbar. Wer es haben möchte, bitte eben Bescheid sagen, weil die Itty Bitties sind immer ganz, ganz schnell weg. So, wir arbeiten wieder mit Anthrazit Grau. Den Spruch habe ich auch schon mal aufgezogen auf dem Stempelblock. Mein Kopf kommt jetzt im Weg, aber ich kann es leider nicht ändern. Ich muss schon schauen, wo ich hinstempel. Ja. Und da sind jetzt diese kleinen Schneeflocken. Die dann hier das Ganze noch abrunden. So, und das war's schon. Mal eben ein Stempelkissen wieder zumachen. Ist immer ganz wichtig. So, ich hoffe, euch gefällt die Idee mit der Karte. Ist ein schöner Weihnachtsgruß. Mal was anderes. Nicht immer nur ein Weihnachtsmann und auch nicht in Rot, sondern einfach nur in Aquamarin. So, dann wünsche ich euch wirklich viel Spaß beim Nacharbeiten. Seid kreativ, bleibt gesund und denkt dran, über einen Daumen hoch freue ich mich immer riesig. Mittlerweile sind wir ja schon über 400, mittlerweile habe ich schon über 400 Abonnenten. Und arbeite ja, wie ihr wisst, immer noch auf die 1000 hin, damit wir wirklich mal ein Live-Video machen können. Denn dazu hätte ich auch Lust, dass wir live mal einen Workshop machen können. Das ist das, was mir so vorschwebt. Und ja, ich hoffe, es spricht sich rum. Es kommen immer mehr und ab 1000 kann ich das machen. Dann kann ich auch einen Live-Workshop anbieten und wir können zusammen basteln. Material würde ich euch dann vorher herschicken. Und ja, wie gesagt, wir müssen also mindestens 1000 sein, vorher geht's nicht. So, jetzt nochmal, seid kreativ, bleibt gesund und viele Grüße aus Bremerhaven. Tschüss! Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear.